Das Promi-Geflüster heute in Essen unterwegs. In Essen kann man gut essen, oder? Ich weiß es nicht, aber wir haben es heute schon getestet und ich glaube, viel Pommes gibt es hier. Ja. Und an meiner Seite heute, geh aufs Ganze, Moderator und Spielzocker. Ja, Träger. Bevor du mir die erste Frage stellst, ich nehme das Stichwort Essen. Ja. 200 Meter von hier nach links, Rottstraße 5, habe ich von 1967 bis 1969 gewohnt. Das ist unglaublich. Und bei mir kommt hinzu, also ich war überall und am wenigsten eigentlich, glaube ich, in Essen gewohnt. Aber ich bin ein richtiger Pottjunge geworden. Okay. Ich liebe den Pott ohne Ende. Mhm. Jetzt haben wir hier so einen schönen Preis vor uns stehen. Sonnenklar TV 2022, die goldene Sonne. Den Preis, den gab es heute überreicht. Und zwar, das Ganze stand heute unter dem Motto 40 Jahre deutsches Privatfernsehen. Jetzt natürlich im Jahr 2022 gibt es natürlich viele Comebacks. Du hast auch eins gestartet wieder. Wir haben vorgelegt. Wir waren die Ersten. Genau. Wir haben diese ganze Welle ausgelöst. Geh aufs Ganze in der Neuversion. Was ist anders geworden? Naja, ist natürlich schon ein Unterschied, ob du, ich sag mal, 40 Minuten täglich machst oder, und das im Vorabendprogramm, oder dass du in die Primetime gehst an einem Freitagabend um 20.15 Uhr und dann 120 Minuten aus einer Gameshow eine Gala machst. Und das in 6 Wochen. Also das war schon, hat Blut gekostet, aber hat funktioniert. Was war anstrengender damals? Live? War das live damals? Nee, damals war es nicht live, aber wir hatten uns früher leichter getan, weil wir haben nicht akribisch geschnitten und geschnitten und hier noch was weg und da noch was weg. Wir haben einfach angefangen. Ich habe immer gesagt, wo ich bin, ist die Kamera, egal was passiert. Und wenn Situationen peinlich sind, dann muss ich aus diesen Situationen selbst rauskommen. Das ist für die Zuschauer auch viel, viel schöner, als wenn man schneidet und nochmal neu ansetzt. Und heute ist man einfach perfektionistischer geworden. Mhm. Was nicht mein Ding ist, aber ja, wir machen es. Mhm. Jetzt, wann geht's weiter? Wann gibt es eine Fortsetzung? Wann kann der Zuschauer sich freuen? Das darf ich nicht sagen, aber fahr erstmal ruhig in Urlaub. Aber wir machen es auf jeden Fall. Okay, also sagen wir mal so zum Jahresende damals schon ein bisschen. Ja, so ganz grob, wenn man das Jahresende so, weiß ich nicht, September, Oktober, November, genau. Dezember nimmt, dann ja. Okay, das ist gut. Jetzt natürlich zocken. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du so persönlich auch ein Zocker? Spielst du gerne? Ich spiele wahnsinnig gerne. Ich wette wahnsinnig gerne. Aber ich mache es nie in Kneipen, wenn ich ein Bier getrunken habe. Sondern, also wenn ich spiele, es kann auch mal Mau, der Mensch ärgere dich nicht sein. Es muss immer um einen Einsatz gehen. Okay. Natürlich bemessen an dem, was mein Gegenüber in der Lage ist zu bringen. Wenn er ordentlich Geld hat, dann können auch schon mal 100 oder 200 oder 300 Euro auf dem Tisch liegen. Aber es kann auch schon mal sein, dass man einfach dem Junior sagt, pass auf, wenn du verlierst, wäschst du mir das Auto morgen. Okay. Und dann gibt es einen Zong dann, wenn man verliert. Und natürlich, da gibt es den Zong, was ja das Schönste nicht der Welt ist. Richtig. Und du weißt denn immer schon, in welchem Tor der ist, oder? Ja, das ist wie beim Barkeeper, weißt du? Ein gestandener Barkeeper, der 10 Jahre hinter dem gleichen Tresen ist, der weiß, wo die Flaschen stehen. Also weiß ich auch, was in den Toren, in den Umschlägen und sonst wo ist. Ja, klar, muss sein. Muss sein, genau. Sehr gut. Okay, wir freuen uns, wie gesagt, auf hoffentlich viele Fortsetzungen mit Jörg Träger mit dem Geh aufs Ganze, dass da noch einiges kommt. Ja, und ich bin jetzt 76, mit 80 würde ich mich langsam zur Ruhe setzen. Ja, das sei dir vergönnt. Und jetzt noch einen schönen Abend und alles Gute. Ne? Danke euch. Jo, tschüss. Bis dann. Tschüss.